haben wir ein 2022 Magic Online State of the Game Artikel auf der Magic Wizards Seite bekommen. Und dort wird ein bisschen gesprochen von, ja, okay, was planen wir denn eigentlich so für dieses Jahr? So ein paar Bugfixes und verbesserte User Experience und so weiter. Was hat man letztes Jahr erreicht? Was hat man sich fürs nächste Jahr vorgenommen? Ja, das wohl Größte, was man sich vorgenommen hat in Bezug auf Magic Online ist, dass der Publisher wechselt. Was ich auch zuerst missgelesen habe, als der Entwickler wechselt. Und zwar geht das Ganze in die Hände über von Daybreak Games. Jetzt sagen vielleicht einige von euch, wer zum Teufel sind denn Daybreak Games? Sie haben unter anderem Online-Spiele oder sie haben sehr viel Erfahrung anscheinend mit Online-Spielen. Sie haben unter anderem Neverwinter, Ultima Online, H1, Z1 und ich glaube EverQuest Online auch quasi gepublished und sind quasi so eine Holding-Company von vielen Entwicklerstudios. Und die Idee ist jetzt, dass mit diesem Jahr 2022 das Entwicklerteam von Wizards of the Coast in ein neues Studio gegründet wird unter der Flagge von Daybreak Games und sie dann dort weiter in Zusammenarbeit mit Daybreak Games und vermutlich auch den anderen Entwicklern und mit deren Expertise weiter an Magic Online weiterarbeiten werden. Das soll keine Auswirkungen haben auf laufende Projekte wie das Redemption-Programm, was immer noch sehr, sehr fantastisch ist auf Magic Online, wo man eine komplette Sammlung von einem Set quasi einschicken kann und man kriegt die Papierversion davon zugeschickt. Genauso davon nicht betroffen sind die Magic Online Champion Showcases. Also alle Turniere sollen einfach so weiterlaufen und alle Events weiterlaufen. Aber ja, es ist natürlich ein krasser Move, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Magic Arena, das geht nirgendwo hin. Magic Online, unser altes, ja, fast jetzt 20 Jahre altes Programm, das wird jetzt outgesourced im ne, kann man eigentlich so sagen, auch wenn dieselben Leute da vermutlich weiter dran sitzen werden. Aber wie interpretierst du diese News, dass jetzt das nicht mehr offiziell unter der Flagge von Wizards of the Coast läuft? Also mein erster Tweet rausging war, please don't ruin it like they ruined MTGA. das war mein erster Tweet, der rausgeht. Und das ist meine große Angst. Ich habe von, gerade wenn es Ultima Online war oder H1 Z1, fast nur Positives gehört. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Server auch mit umziehen. Würde mich wundern, wenn nicht. Normalerweise müsste das. Ja. Und also die Server waren okay-ish, sag ich mal. Es gab schon schlechtere Server. Ist jetzt nicht Blizzard, aber schon gut. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, so, ja, was haben sie denn mit dieser Ankündigung danach gesagt, als ich sie mal genauer durchgelesen habe? So, hey, cool, also es bleibt alles, wie es ist. Nur die Typen sitzen jetzt in einem anderen Büro. Ja. Gefühlt. Weil ich bin mir nicht sicher, ob sie dann immer noch die Leute bei sich auf der Gehaltsliste haben. Oder ja, ob das stimmt. Jetzt Leute sind, die praktisch auch den Job gewechselt haben. Die halt jetzt die Firma gewechselt haben oder so. Den Vorteil, den Magic natürlich daraus ziehen will, also Wizards daraus ziehen möchte, ist ganz klar. Outsourcing heißt weniger Kosten für einen selber und man hat jemanden zum Anmeckern. Ja, das stimmt. Sich selber anmeckern ist immer doof. Ja. Man sagt, ey, warum klappt das nicht? Ey, warum macht ihr nicht Zahlen? Ey, warum macht ihr das nicht so? Wenn du hingehst und das an einen externen vergibst, sag ich mal, kannst du immer sagen, ey, warum klappt denn der Beamer nicht? Ja, weil haben wir nicht angeschlossen. Okay, dann macht mal, Nachtrag, gib ihm. Und genauso kannst du es halt dabei dann auch, warum klappt der neue Server nicht? Warum ist denn das neue Set noch nicht draußen? Warum macht ihr nicht genug Umsatz? Macht doch mal noch irgendwie ein Event dafür. Und da bin ich halt mal gespannt, wie das Ganze rüberkommen wird und wie viel sie von anderen Plattformen mitnehmen können, weil Magic Online ist alt. Ja. Magic Online bräuchte ganz dringend einen Facelift. Das ist ja auch was, wo wir uns vorher mal kurz mal darüber unterhalten hatten, was WoW auch bekommen hat, was League of Legends bekommen hat, was ganz viele Spiele, die noch nicht so alt sind wie Magic Online, irgendwann einen Facelift bekommen haben. Ja. Und Magic Online wartet halt einfach auf den Facelift und es kommt halt nichts. Und der Facelift war halt Magic Arena und naja, wir wissen alle, wie das gelaufen ist.
Ja, das stimmt. Also ich bin ein bisschen gespannt. Natürlich bin ich bei Magic Online nicht so drin, weil ich mache weder Content mit Magic Online, ich spiele Magic Online nicht aktiv. Dementsprechend habe ich da jetzt keine, selbst wenn das den Bach runtergehen sollte, ich finde es schade von außen betrachtet, weil ich sehe, was es für einen Mehrwert hat, so Sachen wie Commander, Legacy, Modern, Pioneer auch wirklich auf dem PC-Klienten zu haben. Für einen günstigen Preis für die Endkonsumenten im Endeffekt. Auch wenn sich in Magic Online ja selbst eine eigene Ökonomie gebildet hat, die von Dritten wiederum geleitet wird. Und ich finde ein bisschen, also ich habe quasi so ein Spektrum von was passieren könnte jetzt bei Daybreak. Zum einen, was ich gehört habe über Daybreak Games, nachdem ich so ein bisschen gegoogelt habe und ein bisschen da recherchiert habe, ist so, zu Daybreak Games gehen Spiele zum Sterben, sozusagen. Also es ist so ein bisschen so der letzte Weg, so da werden jetzt noch, ne, da wird noch Wartung gemacht, das wird noch weitergebracht, aber im Endeffekt tut sich da nicht mehr sehr viel. Das hoffe ich natürlich nicht für Magic Online. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass Magic Online schon seit Jahren unter Wizards of the Coast quasi in diesem On-Life-Support quasi ist. Und man irgendwie auch schon gemerkt hat von der Priorisierung, Wizards of the Coast würde sehr gerne Magic Online einfach absetzen und sagen, okay, das gibt's jetzt nicht mehr, spielt Magic Arena. Da machen wir mehr Kohle mit. Auf der anderen Seite ist natürlich ein neues Entwicklerteam, die können sich das nochmal nur angucken und sagen, hey, okay, jetzt können wir mal wirklich so die Kapazitäten reinpumpen, auch von anderen Studios, weil die Wege zwischen den Studios vielleicht kürzer sind, als wenn Wizards of the Coast von sich aus auf andere zugeht. So von wegen, wir setzen uns immer wirklich ran und machen mal das Ganze einsteigerfreundlicher. Wir fangen irgendwie an, das nicht auf Dritte von außen, auf Card-Hoarder-Seiten oder sonstiger andere Seiten umzuwälzen, sondern wir sagen, keine Ahnung, wir bieten monatliche Tokens an, die man sich für 25 Euro oder 10 Euro oder wie viel Euro auch immer kaufen kann. Und man kann das den ganzen Monat mit allen Karten spielen. Einfach nur, um das halt profitabel zu halten. So. Und ich glaube halt, was auch sehr groß werden könnte für Magic Online im Best-Case-Szenario, ist der Faktor Commander. Weil ich glaube immer noch, auch wenn Spelltable da sind, ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die einfach sehr gerne mehr Commander spielen wollen, die nicht unbedingt alle Karten sich direkt holen wollen. Und ich glaube, Magic Online, wenn dieser Aspekt noch weiter ausgebaut werden könnte, oder wir haben ja zum Beispiel mal drüber gesprochen, wie geil wäre es, ein Magic Arena Client oder Unterprodukt zu haben, was sich ausschließlich auf Commander fokussiert, was ein neues Interface hat und so weiter. Magic Online hat das alles, nur halt in einer Art und Weise, die halt nicht so sexy und nicht so präsentabel für neue Spieler ist. Und da sehe ich quasi die optimale Chance, dass da Magic Online noch mal ein neues Leben bekommen könnte. Wie gesagt, im Worst Case ändert sich nichts und es bleibt alles so, wie es ist. Und ja, irgendwann wird dann niemand mehr Magic Online spielen und der Server wird abgeschaltet. Aber im Best-Case-Szenario ist das vielleicht noch mal ein neuer Atem für das Spiel. Was ich mir natürlich wünschen werde, weil jetzt gerade, wo ich nach Alchemy nicht mehr Magic Arena spiele, denke ich schon so, oh, es wäre schon irgendwie cool, noch ein bisschen Magic am PC spielen zu können, ohne mein gesamtes Hab und Gut in eine Ökonomie reinzupumpen, die mich einfach nur ausbeuten möchte. Hm. Aber ja, also ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Hast du denn vor, noch Magic Online zu spielen in Zukunft? Oder sagst du auch, da muss schon echt einiges noch passieren, bevor du dir das noch mal anguckst? Also es ist für mich tatsächlich eine größere Überwindung, Magic Online zu spielen als Magic Arena. Mhm. Weil auf Magic Arena habe ich aktuell noch ein paar Karten. damit kann ich nicht mehr lange spielen, aber da habe ich zumindest noch ein paar Karten. Magic Online müsste ich mir installieren und müsste mir das runterladen, müsste dann erstmal ein paar Karten kaufen, damit ich überhaupt was spielen kann. Ja. Und diese Überwindung ist halt immer ein bisschen da, das ist ein bisschen schwieriger. Aber als Legacy-Spieler, Modern-Spieler, Commander-Spieler, generell alles, was nicht Standard ist, Spieler, muss ich halt sagen, ist MTGO the way to go. Und dementsprechend hoffe ich, dass sie es beibehalten, hoffe, dass sie es am Leben halten. Und wenn sie es nur in so einem Holding-Bereich halten, ist es für mich voll okay. Ja, definitiv. Also da bin ich auch d'accord mit. Ich habe tatsächlich so ein bisschen, also es gibt ja immer diese Seiten, auf die man so herumsurft, um sich Decks anzuschauen, wie, weiß nicht, MTG Goldfish. Und die zeigen ja neben dem US-Dollar-Preis auch meistens noch den MTGO-Ticks, also Ticket-Preis an. Und er ist halt so
so unfassbar krass unter dem, was man erwarten würde. Also irgendwelche Commander-Stables, die so 20, 30, 40 Euro kosten, 20 Cent. So. Und es ist halt so cool, wie günstig halt auch Magic Online geworden ist. Ich habe irgendwo letztens noch aufgeschnappt, dass ich glaube, wenn man sich das komplette Set Dominaria, also das Booster-Set Dominaria, jede Karte einmal kaufen wird, ist man bei 7 Euro. Weil es halt einfach so, ja, es ist einfach so günstig. Und es ist so günstig, an Karten rumzukommen. Und Bulk Rares haben da halt eben noch diesen finanziellen Wert. Und sind nicht gleichgestellt mit allen anderen Rares. Und ist halt eben, ich meine, da gibt's auch wieder Nachteile. Ragavan ist, glaube ich, noch teurer als die Paper-Version, weil Modern Horizons eben nicht gut darauf verkauft wurde und so weiter. Und es gibt diesen digitalen Besitztum und man hat tatsächlich eine Collection, die man dann eben auch vertauschen kann und verkaufen kann an andere Händler und aber eben auch verleihen kann und so weiter. Ja. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, ich kaufe mir da drauf ein Death in Texas Deck und du sagst, ey Marc, ich würde ganz gern mal Legacy Death in Texas spielen, kann ich sagen, hey, ich verleihe dir das, kein Problem. Und das alleine ist schon was, wo ich sage, es gibt kein Chat-System, es gibt kein richtiges Community-Building-System, weil das gab es damals halt einfach nicht. Man hatte damals Teamspeak und Foren, das war's. Und heute wäre das so viel einfacher, es ginge so viel, einfach noch nicht mit Shared Accounts, sondern einfach mit Shared Cards und so weiter. Oder Karten, wo man sich ausleihen kann von den Händlern und so weiter. Es ist so viel möglich und deswegen mag ich das Programm. Und wie gesagt, ich hoffe, der Facelift kommt irgendwann. Das wird wieder ein bisschen nach vorne gepusht. Daumen sind auf jeden Fall gedrückt.